Weißt du, wie lange ich kein Boccia mehr gespielt habe? Das ist eine Ewigkeit her. Vorsicht mit dem Begriff Ewigkeit. Das Unendliche spielt uns oft einen Streich. Ich meine ja nur, wir könnten mal wieder ein Spielchen spielen. Klar, gerne. Willst du Metall- oder Kunststoffkugeln nehmen? Origineller wären natürlich Holzkugeln. Hauptsache, die rollen alle gleich. Ich hätte da ein paar ganz besondere. Seelen aus Holz, baulich orientiert am Kusana. Kusana. Das müssen gute Kugeln sein. Und fehlerhaft, das ist das Besondere. Moment mal. Mit Seele, sagtest du. Und man soll Fehler machen. Orientiert am Kusana. Man soll natürlich keine Fehler machen, aber man macht sie nun mal, weil. Man es einfach will. Tja, knapp daneben. Weil man es einfach nicht drauf hat. Weil man unvollkommen ist. Schlechte Kugeln also, die vom Kusana. Tja, aber Macke mit Methode. Bei jeder fehlt ein beträchtliches Stück. Darum rollt die Kugel auch immer woanders hin, als sie eigentlich soll. Knapp daneben ist eben auch vorbei. So ist das Leben. Nikolaus von Kues meinte, wenn man den Fehler in seiner Seele richtig erkennt und in seinem Wurf mit einbezieht, dann trifft man bei guter Übung zum Schluss sein Ziel. Schon kapiert. Ich würde es mal so ausdrücken: Das Brett vom Kopf zur Waffe machen. Nikolaus hat auch ein Buch geschrieben, Der Laie über seinen Geist, Idiota Demente. Ein Philosoph und ein. Idiot. Verstanden. Ich bin doch nicht blöd. Höflich ausgedrückt, ein Laie. Egal. Hol die Kugeln. Wir werden schon sehen, wer von uns beiden der Depp ist. Und wer trotz oder gerade wegen seiner Macken dem Ziel am nächsten kommt.